Hallo, heute geht es um ganz unterschiedliche Bücher rund um das Thema Spionage. Ein Buch ist ein klassischer Spionageroman, wie man ihn sich vorstellt. Die anderen sind eher ruhiger. Spionage spielt in diesen Büchern auf jeden Fall auch eine wichtige Rolle, aber es sind keine klassischen Spionageromane. Das erste Buch war ein Hörbuch, und zwar Der Spion, der aus der Kälte kam, von John le Carré. Mein erstes Buch von John le Carré. Es geht um Alec Lemus. Er arbeitet für den Secret Service, also den britischen Geheimdienst, und leitet den Einsatz in der DDR. Aber in der DDR werden alle seine Agenten nach und nach umgebracht, und zwar von Mund, Lemus ostdeutschem Gegenspieler. Daraufhin also wird Lemus nach London zurückgerufen und es wird ein neuer Plan ausgeheckt, um Mund auszuschalten. Der Plan ist, Lemus auf Eis zu legen. Das heißt, Lemus soll im Büro sitzen und dort recht langweiligen und anspruchslosen Tätigkeiten nachgehen und so weiter. Das ist Teil des Plans, denn viele Agenten, die auf Eis gelegt werden, werden später mal Überläufer. Lemus willigt ein und fängt dann auch an, im Büro zu arbeiten. Und nach lässt er sich immer mehr gehen und wird zum Trinker. Deswegen wird er frühzeitig entlassen. Er arbeitet also nicht mehr für den Geheimdienst. Und dann, kurze Zeit später, kommt man auch tatsächlich auf Lemus zu aus der DDR. Er lässt sich darauf ein und in dem Moment war ich wirklich unsicher, ob er einwilligt, weil es Teil des Plans ist, den sie am Anfang ausgeheckt hatten, oder weil er auch aufgrund der Entwicklung in der Zwischenzeit und aufgrund seines Zustandes nun wirklich ein Überläufer ist, also ein echter Überläufer. Deswegen werde ich gar nicht sehr viel mehr dazu sagen, außer dass ich in diesem Buch immer wieder mal Zweifel hatte und versucht habe einzuschätzen, welche Figur auf welcher Seite steht, welche Strategien sie verfolgen, wer die Wahrheit sagt, wo die Intrigen stecken und so weiter. Und genau das hat mir so viel Spaß gemacht und auch das, finde ich, hat für die Spannung gesorgt. Das heißt, es ist ein Buch, das gar nicht großartig Blut vergießen muss oder auch gar keine Brutalität nötig hat, um eine solche Spannung aufzubauen und auch bis zum Ende zu halten. Und das fand ich auch sehr, sehr schön. Ein Spionageroman, ganz nach meinem Geschmack zumindest, und wirklich packend. Wie gesagt, die folgenden Bücher sind anderer Art, keine klassischen Spionageromane à la James Bond. Zum einen Kriegslicht von Michael Ondaatje. Das Ganze spielt in London. Zu Beginn der Geschichte ist Nathaniel, der Erzähler, 14 Jahre alt, seine Schwester 16. Das Buch beginnt mit dem Satz: Im Jahr 1945 gingen unsere Eltern fort und ließen uns in der Obhut zweier Männer zurück, die möglicherweise Kriminelle waren. Dieser Satz zeigt die Unsicherheit der Geschwister in dieser Situation schon sehr deutlich auf und auch den Verlust der Geborgenheit. Die zwei Männer, die die Obhut der Geschwister übernehmen, werden von den Geschwistern Boxer und Falter genannt. Der Falter zieht dann ins Elternhaus und empfängt dort viele Gäste. Für die Geschwister sind es alles fremde, interessante, aber auch undurchschaubare Menschen. Mit der Zeit aber werden all diese Figuren eine sehr fürsorgliche Ersatzfamilie für die zwei. In der ersten Hälfte geht es eigentlich um Nathaniels Heranwachsen, ein ungewöhnliches und eher auch abenteuerliches Heranwachsen, so ganz ohne elterliche Obhut. Dabei erfahren wir auch immer mehr über diese Figuren und ihre Handlungen. Nathaniel ist ein ganz genauer Beobachter seines Umfeldes. Aber trotzdem bleiben einige und einiges etwas im Dunkeln, verschleiert. Vieles wird nicht ganz greifbar. Und das liegt daran, dass Nathaniel als Jugendlicher selbst vieles nicht erkennen und verstehen konnte, was um ihn herum passierte. In der zweiten Hälfte des Buches dann gibt es einen Sprung. Wir schreiben das Jahr 1959. Nathaniel ist 28 und all diesen vorherigen Figuren kommt da nochmal eine andere Bedeutung zu, als Nathaniel versucht, die Vergangenheit seiner Mutter zu ergründen. Er bemüht sich wirklich, alle Informationen und alle Erinnerungen zusammenzufügen, um ein Gesamtbild zu erhalten über das Leben seiner Mutter. Aber vollständig und insbesondere mit Gewissheit kann ihm das gar nicht so richtig gelingen. Und genau das ist die Besonderheit an diesem Buch. All das
Geheimnisvolle, das Verborgene, das Unausgesprochene und auch die Art, wie Ondaatje darüber schreibt, indem er eben nicht alles ausbreitet und ich als Leser, obwohl es jetzt widersprüchlich klingen mag, nicht das Gefühl hatte, dass irgendetwas in diesem Buch fehlt. Ganz im Gegenteil. Und ich fand es auch wunderschön, wie atmosphärisch Ondaatje das alles schreibt. Gleichzeitig fand ich das Buch aber auch etwas melancholisch, weil ich zumindest den Eindruck hatte, dass Nathaniel sehr in der Vergangenheit lebt. Nicht nur, weil er versucht, das Leben seiner Mutter zu verstehen, aber das mag auch nur mein Eindruck gewesen sein, denn darum geht es eigentlich in diesem Buch auch. Es gibt eine Version der Wahrheit und auch die ist veränderlich. Ein wirklich sehr, sehr schönes Buch, sprachlich, inhaltlich und ein Buch, das noch nachwirkte. Ich weiß nicht, ob Spionageromane generell vorwiegend in England spielen oder ob das nur Zufall ist. Das nächste Buch ist ein englisches, und zwar The Long Room von Francesca Kay. Das Ganze spielt im Winter 81 in London. Mit dem langen Raum ist der Abhörraum des Geheimdienstes gemeint. Die Mitarbeiter dort hören auf Kassetten, Telefonate und verwanzte Wohnungen von Verdächtigen ab. Darunter Steven. Steven ist Junggeselle, er lebt einsam und sehr abgenabelt, hat keinerlei soziale Kontakte, auch mit den Kollegen verhält er sich eher distanziert. Nur mit seiner Mutter pflegt er regelmäßigen Kontakt. Die Arbeit Stevens besteht also darin, das Privatleben von Menschen abzuhören und er baut dadurch eine einseitige Beziehung zu Menschen auf. Das heißt, die Kassetten ermöglichen Steven am Leben teilzuhaben. Anders ausgedrückt, Steven lebt durch das Leben anderer. Es ist also auch nicht sehr verwunderlich, dass Steven irgendwann glaubt, sich in Helen, die Ehefrau eines Verdächtigen, verliebt zu haben und sich dann auch immer mehr in diese Einbildung hereinsteigert. Dieses Gefühl der Liebe veranlasst ihn, Dinge zu tun, die er nicht tun sollte, riskante Dinge, und er wird immer unvorsichtiger und verstrickt sich dann auch wegen dieses Verlangens, sich der Realität zu entziehen und ihr zu entkommen. Es gibt darüber hinaus noch einige Informationen über seine Vergangenheit und über sein Verhältnis zu seiner Mutter. Nichts Weltbewegendes, aber Dinge, die sehr aufschlussreich sind. Nur das Ende, muss ich sagen, da kam mir einiges zu kurz. Es gibt eine Wendung, besser gesagt, es spielt eine dritte Figur noch eine Rolle und es ereignen sich so einige Sachen. Und da blieb mir einiges doch etwas zu offen. Da hätte ich mir noch etwas mehr Informationen gewünscht. Aber abgesehen davon fand ich dieses Buch wirklich sehr eindringlich, sehr interessant. Es ist ein ruhiges Buch, aber es hat mich doch gekriegt. Es geht hauptsächlich um Steven, aber natürlich erfahren wir auch einiges über die Spionage und über die Arbeit im Geheimdienst, insbesondere im Abhördienst. Es gibt auch mal einen Außeneinsatz und so weiter. Kann ich wirklich empfehlen, obwohl ich befürchte, dass es nicht jedem zusagen wird, aber mir hat es gefallen. Ganz zum Schluss noch ganz kurz. Natasha Walters A Quiet Life. Ich hatte vor längerer Zeit über dieses Buch schon in zwei Videos gesprochen, aber zum einen passt es sehr gut zum Thema und zum anderen fand ich dieses Buch wirklich richtig, richtig gut. Die Geschichte beginnt Ende der 30er und endet Mitte der 50er. Es geht um Laura. Sie ist 18 Jahre alt, als sie aus den USA nach England auswandert, in London. Bewegt sie sich in verschiedenen Kreisen und lernt ganz unterschiedliche Menschen mit verschiedenen politischen Ansichten kennen, seien es Kommunisten, Kapitalisten, Frauenrechtlerinnen und so weiter. Und dann wird sie in Spionage verwickelt. Sie fängt an, ein Doppelleben zu führen, was gar nicht so leicht zu handhaben ist, da sie mittlerweile verheiratet ist mit einem nicht unbedeutenden Mann und ein Kind bekommt. Wir erfahren in diesem Buch also, was Laura in der damaligen Zeit alles als Spionin zu tun hatte, wie sie es zu tun hatte, wie die Informationskanäle aussahen und so weiter. Und gleichzeitig erfahren wir hier auch sehr viel, da es ja auch um ihr Doppelleben geht, über ihr Privatleben. Und welche Auswirkungen all diese Geheimnisse auf ihre Familie und ihren Freundeskreis haben. Auch Feminismus spielt hier eine Rolle, genauso wie eine Liebesgeschichte, die aber alles andere als platt ist. Und für mich war das wirklich ein sehr spannendes Buch, wenn auch nicht sehr actiongeladen, aber es gibt hier sehr, sehr viele Wendungen. Ich wusste während des Lesens nie, was als nächstes in dieser Geschichte passieren wird.
ein absoluter, richtig toller Page-Turner, wie ich finde, und äußerst lesenswert. Und das war's. Das waren die 4 unterschiedlichen Bücher rund um das Thema Spionage. Ich freue mich natürlich über eure Meinung, falls ihr das ein oder andere Buch schon gelesen habt. Und ja, dann wünsche ich euch wunderschöne Lesestunden. Hoffentlich bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao!